So, und herzlich willkommen zu Let's Play OMSI Folge 402. Wir sind heute unterwegs auf Baumgarten und fahren heute im Mercedes-Benz C2G, also Citaro 2 Gelenkbus, die Linie 14. Und ja, der Bus wurde sich gewünscht, daher sind wir heute in diesem unterwegs und ich musste das Add-on auch extra neu installieren, weil das irgendwie nicht mehr da war. Ich weiß jetzt zwar auch nicht warum, aber das war dann halt so. Ja, hier, also liebe Leute, ich habe überall mitgedacht, wir haben ja Kennzeichen Bau für Baumgarten, T für Tim und 401 für Folge 400. Das ist ein Scheiß, Mist, so 402. Oh Mann, ist das jetzt peinlich. Also tut mal bitte so, es wäre da die richtige Zahl, ne? Das war nur ein Test, um zu gucken, ob ihr noch alle wach seid, ja? Das war gewollt, ne? Ist Kunst. So. Okay, wenn das jetzt geklärt wäre, können wir uns hier nochmal schnell das Lenkrad einstellen. Das geht ja bei dem Bus, ohne dass ich in der Busdatei meine Koordinaten verändere, was ich sehr schön finde. Und ich würde es natürlich auch begrüßen, wenn das auch bei anderen Bussen der Fall wäre. Und wir müssen uns natürlich erstmal anmelden mit der Personalnummer. PIN ist 1506. Bitte nicht weiter sagen, das habt ihr gerade nicht gesehen. 20673 und Probedruck, zack. Und Umlaufnummer ist 01, das muss man ja, glaube ich, immer eingeben. Genau, Fahrt in 2 Minuten, Baumgarten, Messe, da fahren wir hin. Und draußen erscheint dann auch unser Ziel, Baumgarten, Messe. Ich muss sagen, ich finde diesen Bus unheimlich schick. Von außen, aber ohne dieses Ding hier oben sähe danach nichts aus. Das ist ja. So. Gebläse aufmachen, damit wir auch ein bisschen frischen Wind abkriegen. Na, der zappelt so ein bisschen. Na. Ja, der zappert. Der zappelt wirklich. So, was ist das? 33.620 Kilometer, ist noch nicht, gar nicht so viel für einen Bus. Und ich würde sagen, wir fahren dann mal los und natürlich aufpassen, dass wir unseren Kollegen nicht umrammen. Suppele. Guten Morgen, liebe Leute. Der Boss mit dem Bus ist da. Schönen guten Tag. Hallo. Wieso geht denn jetzt hier die zweite Tür mit auf? Bin ich lebensmüde oder was? Hallo. So, so eine interessante Technik hier heute, wie das mit den Türen funktioniert. Ja, ne, das ist ja schon mal ganz gut. Ja, wir haben noch 0,3 Minuten Verfrühung, aber ich fahre trotzdem schon mal los. Aber nur mit Hilfsfallen, ne? Versteht sich. Weil, bis wir hier richtig rausgekommen sind, vergeht er eh noch ein bisschen. So, da kommt nichts. Und wir fahren heute, wie gesagt, zur Messe. Wir fahren jetzt hier vom Ikea los. Deswegen hat der Bus auch diese schöne blaue Farbe. Habe ich nur deshalb gewählt. Na gut, und auch, weil ich die Farbe irgendwie schön fand. Und, Muss ich... Nee, ich muss ja eigentlich schon nicht selbst weiterschalten. Wäre auch eine Frechheit fast schon, ja, in so einem Bus. Ja, der, ne, alles kann, nur... Ey! Hier, Mensch, also das, das geht ja gar nicht, was du hier sagst. Du hast überhaupt keine Ahnung. Blöde Tante, du. Ich krieg den Bus gar nicht richtig drauf. Das ist ja ein Tunnel hier, ey. Mann. Na, wobei, der passt dem auch noch nicht drauf. Ist ja lustig. Aber hat ein schönes Tagfahrlicht. Ja, was heißt schönes Tagfahrlicht? Der hat ein Tagfahrlicht. Das ist der erste Bus in OMSI, der ein Tagfahrlicht hat. Zwar ist das so ein bisschen nur so ein Strich, aber besser als gar nichts. Ich bin heute Morgen übrigens auch noch einmal in einem C2G gefahren. Ne, in dem normalen C2, nicht G. Und da ist mir aufgefallen, dieser Blinker, der geht einem ja spätestens nach der zweiten Haltestelle sowas von auf den Zeiger. Den kann man ja, glaube ich, auch ausstellen. Also das Geräusch oder leiser stellen. Nur das Geräusch ist sowas von ätzend. Das. Ah. Ich
Ich weiß ja nicht, was man sich dabei gedacht hat, aber da finde ich so ein Klacken angenehmer, weil das klingt ja noch so richtig. Da kommt mir im Magen ja. Wobei, nur toppen kann das vermutlich noch. Wieso steigt er nicht schon wieder in der Mitte ein? Nur toppen kann das wahrscheinlich irgendein Bus, den wir mal gefahren sind, damals auf Omninsk. Omninsk, wie auch immer. Ey! Der hat ja so ein Piepen gehabt. Das war ja wirklich ohrenbetäubend. Das war ja echt nicht auszuhalten. Das war ja ganz brutal. Ne, vielleicht erinnert ihr euch ja noch. Das war ja eine richtig heftige Geschichte damals. Das grenzt ja wirklich an Körperverletzung. Ja gut, aber... wie dem auch sei. So ein sanftes... wie soll man das sagen? Klicken, das finde ich ist eigentlich am schönsten. So, jetzt wollen wir ja keinen abdrängen. Aber hier auch gut im Verkehr natürlich mithalten. Wir wollen jetzt hier nicht erst so auf die linke Spur fahren und dann hier uns von allen über... Ey! Da Mensch, bevor ich den Satz zu Ende gesagt habe, überholt der hier schon. Das, sowas dulde ich ja hier gar nicht. Meine Güte. Also zeitlich sind wir aber ganz gut mit dabei. Wir haben zwar 0,3 Verfrühung, aber das ist jetzt auch nicht so viel. Nee, halt, das... Moment. Was geht denn... Welche Tür geht denn hier automatisch? Also, ich will mich ja jetzt nicht als dumm darstellen, aber irgendwie habe ich nicht ganz, ganz gerallt, wie die Türsteuerung hier bei meinem Kasten hier funktioniert. Normalerweise fahre ich los, ne, und nach der zweiten Haltestelle sage ich mir, genau, so, zack, so läuft das hier. Hier habe ich irgendwie noch nicht ganz durchgeblickt. So. Ich möchte keine Verspätung haben heute, das ist... Das will ich nicht. Na gut, man könnte sich hier die Sicht in der Hinsicht nochmal optimieren, dass man den Tacho viel größer sieht und alles, weil die Anzeigen sind wirklich sehr, sehr, sehr klein. Hier will keiner ein- und aussteigen. Ach ja, wobei ich kann, glaube ich, auf der Spur weiterfahren. Da kann ich mich heute mal ein bisschen bevorzugen. Wenn links hier alles dicht ist, fahre ich trotzdem mal rechts vorbei und winke dann. Ne? So ist das dann auch gedacht. Bleiben wir mal hier ganz einfach auf unserer Spur, ne? Wenn hier nichts anderes kommt. Wobei da vorne ist ein Pfeil nach links, aber erst hier. Ne? Oh, und wir müssen warten. Mensch, das war doch hier nur mein Trick, um die Haltestellenbremse an der Ampel reinzumachen. Ich wollte doch jetzt hier nicht die Tür aufmachen. Mann, Mann. So. Also der Motor klingt ja mal so, als hätte er richtig Wumms unter der Haube, ne? Also das ist ja wirklich... Ach Mann, warte mal, bin ich jetzt schon wieder falsch gefahren? Nee, nee, das haben wir doch schon mal gemacht. Ach Gott, Mensch, Martha Maria, das kann doch nicht mehr wahr sein. Was ist denn meine Güte? Tim, du blamierst dich ja hier wieder, bis auf die Knochen. Jetzt muss ich mal kurz aufpassen.
Wäre ja auch mal schön, wenn es eine Folge gäbe, wo wir keinen Unfall bauen. Wo wir uns nicht verfahren. Das ist ja richtig... Jetzt denkt ihr echt, ich bin so blöd, einer ganz simplen Linienführung zu folgen. Nur ich war so vertieft, dass mir das nur einfach anzeigt, dass ich aus meiner Busspur rausfahren muss. Allerdings war damit mehr gemeint, als ich, dachte. Hallo. Hallo. Also es ist ja derzeit, war ja Ende Mai, jetzt ist ja Anfang Juni. Und dafür ist es natürlich, also finde ich, extrem heiß. Also das ist schlimm. Ich meine, die Hitze ist vielleicht auch mal ganz schön, aber... Ich persönlich mag es nicht, weil gerade in Deutschland ist man ja auf sowas eigentlich nicht richtig ausgelegt. In anderen Ländern haben die Häuser dementsprechend, weil man weiß, also es ist halt oft heiß, eine Klimaanlage und alles. Und hier sitze ich, also ich sitze jetzt hier gerade bestimmt bei 30 Grad. Das ist nicht sehr schön, sagen wir mal so. Das ist ja generell das Problem in Häusern. Natürlich gerade, wenn man noch eine Etage hochgeht, dann wird es natürlich extrem heiß.